Hallo und herzlich willkommen bei Schrank TV. Heiko, unser geliebter Heiko Schrank, hat endlich mal ein Korn gefunden. Man sagt ja immer, ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn und ein blinder Heiko findet auch mal ein Video, wo er was Vernünftiges erzählt. AfD und FPÖ, die große Verschwörung der Elite. Also, wenn man Elite so versteht, wie Elitenforscher Elite verstehen, wie zum Beispiel Adam Tooze und der andere, dessen Namen ich immer vergesse. Michael Hartmann war es, glaube ich. Oder zum Beispiel Andreas Kemper oder so. Ne, dass man sagt, Eliten sind einfach sehr, sehr reiche, sehr, sehr mächtige Leute. Denen nützen AfD und FPÖ tatsächlich. Also wenn man sich mal anguckt, was deren Steuerprogramme und so weiter sind. Aber wo ich hier gerade schon von Wikipedia diese Note hier sehe über neue Weltordnung, vermute ich, dass Heiko so einen richtigen Funken gefunden hat und dann aber richtig wild wieder abdreht. Es wird auf jeden Fall unfassbar. Heiko hatte so viel Hoffnung vielleicht in sie reingesetzt und jetzt sagt er, unglaublich, die sind ja doch die Elite. Let's go. Also wenn man sich mal mit der Gründung der AfD befasst, dann kann man sich da von eben angesprochenem Andreas Kemper zum Beispiel angucken, dass die in der Gründung schon Support von Degussa Goldhandel und Co. hatten. Die AfD hat selber auch mal Gold vertrieben. Und ne, wie gesagt, die, wenn man deren Steuerkonzepte anguckt, dann profitieren die Reichen davon doch deutlich mehr als die Armen. Deswegen könnte man schon argumentieren, dass die eventuell den Eliten im Sinne von Geld nützen, den Eliten im Sinne von neue Weltordnung und Judentum und so. Okay, mal gucken. Hallo ihr Lieben, Heiko ist hier. Heute reden. Wie, hallo ihr Lieben, Heiko ist hier. Früher war das doch immer Bing. Willkommen bei Schrank TV. Wo ist es denn? Wo ist denn mein guter alter Heiko? Hat er sich beruhigt jetzt oder was? Hier über Personen, die in dem Glashaus sitzen. Ich habe den so lange nicht mehr geguckt. Mit Steinschmeißen und über andere interessante Geschichten. Ich muss dazu sagen, ob ich will oder nicht, weil die immer wieder reingezerrt gerade. Ja. Egal mit wem ich rede, die sagen, Heiko, also die AfD, dass das Thema überhaupt in der Bevölkerung, guck dir ja, aber die sind scheiße. Doch mal an, du musst noch was dazu sagen, gute Freunde. Sag doch eigentlich mal, dass die scheiße sind. Ich habe übrigens schon vor 10 Jahren oder so, habe ich jemanden gekannt, der Heiko auch ein wenig ähnlich sah. Ich muss jetzt, glaube ich, nicht ins Detail gehen, wo ich den Herr kannte, aber in real life kannte ich jemanden über Ecken. Der ist öfter mal aufgetaucht und alle fanden den irgendwie unangenehm, aber er war da halt irgendwie immer. Also ich bin nicht verwandt mit dem oder so, ne, aber der kam regelmäßig wo vorbei, wo ich auch öfter war. Und ja, wie gesagt, alle fanden den anstrengend und der hatte mal so David Icke-T-Shirts an und sowas. Und der hat ganz wilde Sachen geglaubt. Der hat wirklich, glaube ich, auch an jede Verschwörungstheorie geglaubt, die man so kennt. Und wenn man den dann immer gefragt hat, ob er das wirklich glaubt, dann war immer, nee, ich finde es nur interessant. Das ist nur Spaß. Aber hast du das schon gehört? Und der hat damals schon gesagt, die AfD wäre, die wäre eine gesteuerte Opposition, die von der CDU ins Leben gerufen wurde, weil ja auch mehrere AfDler ehemalige CDUler sind. Und man möchte das benutzen, um schlechte Presse von der CDU abzuwenden und dass man so einen anderen hat, auf den sich dann die Linken stürzen, ne, damit die ganzen Antifas und so immer auf die AfD losgehen und nicht auf die CDU, während die CDU im Hintergrund Scheiße bauen kann. Und obwohl der sonst super viel geschwurbelt hat, da war schon so ein bisschen was dran, fand ich. Also, das ist tatsächlich so, wenn du in linken Kreisen auf die CDU scheißt, dann gibt es echt immer so ein paar Leute, die sagen, ja, aber könntest du nicht stattdessen auf die AfD vielleicht? Die sind noch döver, ne? Aber ja, also CDU ist halt an der Macht gewesen lange, ne? Von mir, schöne Grüße an dieser Stelle. Ist gerade schöne Grüße. Er erzählt dort im Club. Ist mir scheißegal. Alle darüber, also weiter. Er ist dafür, der andere ist dagegen. Auf Fuerteventura also reden alle über die AfD, der genau. Gesellschaft, die komm, lass mal schneller Corona machen, der ist ganz schön langsam. Voll dabei, sondern geht ja massiv weiter. Und deswegen gehen wir gleich in diese ganzen Themen rein vorab. Es war nicht Erwin, nee. Vielen Dank an alle, die mein Format war nicht Hank Schrader unterstützen seit längerer Zeit, die an meiner Seite stehen. Also es gibt in Deutschland mehrere dicke Männer mit Glatze, deswegen. An meiner Seite stellvertretend liebe Grüße an die liebe Osel, Monique, Robert, den Jens. Jetzt geht ins Thema, Bruder. Viel mehr. Was wir derzeit erleben, ist so eine Präventivschlaglogik. Grüße sind der Feind des Zuschauers. So nenne ich die mal. Fast Vater dieser ganzen Sache ist ja George Bush Jr. nach den angeblichen
Robert sagt gerade im Chat, ich bin lebenslang Anti-CUD, wahrscheinlich Anti-CDU, oder? Und werde das wohl auch nicht mehr ändern. Geht mir ähnlich, ja. Anschläge vom 11. September kam er um die Ecke mit seinem seit 11 September. Heimatschutzministerium und hat gesagt, Patriot Act, dass wir in der Lage sind, wir können sofort Präventivschläge vornehmen. Bruder, es geht die ganze Zeit jetzt um irgendwas anderes, oder was? Ich klicke da drauf, weil ich irgendwas über die große Verschwörung der Eliten mit der AfD lernen möchte und jetzt redet er irgendwie über 11. September und schickt Grüße nach Fuerteventura, Alter, komm zum Thema. Nicht nur gegen Länder, sondern auch gegen Personen. Also wir legen jetzt fest und sagen, also wir sind der Meinung, der könnte uns umbringen, also bringen wir den mal vorsorglich schon mal um. Sagen ja. wir einfach mal. So, ja, Asmon Gold sagt, das ist eine tolle Idee, oder? Nicht mal irgendwie festgelegt, sondern wir legen das fest. Die UN legt es auch nicht fest, sondern legen wir fest. Ja, der hat sich schon wieder entschuldigt, ne? Man muss ja auch nicht immer wieder auf den schießen. Aber Asmon Gold hat ja kürzlich gesagt, wenn irgendjemand sagt, der will Genozid gegen dich machen, muss man Genozid gegen den und alle Leute drumherum machen. Das wäre eine gute Idee. 2003 gemacht hat, ich sage nur Irakkrieg, lässt grüßen. Und zig andere Kriege, die dann gefolgt sind. Mhm. Was hat das damit zu tun und mit der AfD und mit diesem ganzen... Ja, was hat das damit zu tun? Wahrscheinlich gar nichts. Das ist ein Affentheater, was gerade abläuft. Da ist eine AfD und es waren gerade Österreich-Wahlen, wo die FPÖ einen riesen Wahlsieg errungen hat. Und jetzt wird überall debattiert, wir müssen mit allen Mitteln alles verhindern. Ja. Das heißt, es ist schon interessant, wenn man sich anguckt. Das, wenn ich jetzt darüber rede, was sage... Ah, da läuft der Hase, okay. Vorher hat man auch auf ein Problem reagiert mit einer drastischen Maßnahme. Und jetzt nehmen Leute die FPÖ als Problem wahr und reagieren mit einer drastischen Maßnahme. Da ist der Zusammenhang zum 11. September. Okay. Wilder Vergleich, Bruder, aber okay. Dann wird natürlich ausgelegt, dass du ein Sympathisant dafür bist. Du kannst Buddhist sein, du kannst nicht zur Wahl gehen, völlig egal. Wer nicht für uns ist, ist gegen uns. Das war die Logik, die damals George Bush Junior ja rausgebracht hat. Also nee, das hat George Bush nicht erfunden. Das ist schon von Carl Schmitt. Dieses Freund-Feind-Schema, Freund meines Freundes, Feind meines Feindes und so weiter. Also das hat George Bush sich nicht ausgedacht. Das hat er sich auch zunutze gemacht, aber das gibt es schon richtig lange. Carl Schmitt war auch sicher nicht der Erste, der hat es halt gut zu Wort gebracht. Aber also das gab es tatsächlich schon immer. Freund-Feind-Schema, bist du nicht für uns, bist du gegen uns. Das gibt es wahrscheinlich schon so lange, wie es die Menschheit gibt. Also das hat sich George Bush wirklich nicht ausgedacht. Wortwörtlich. Also er kam wie Bonanza angeritten auf dem Pferd. Also der ja, Bruder, Alter, was war das? Rausgebracht hat, also wortwörtlich. Also er kam wie Bonanza angeritten auf dem Pferd. Alter, Heiko, was? Mit seiner Lederjacke quasi, Top Gun-mäßig. Also ich habe gedacht... Mit seiner Lederjacke quasi Top Gun-mäßig, okay. Und schwarz sind möglich, aber es funktioniert. So, also mit der Bonanza-Logik und so, wer nicht für uns, ist er gegen uns. Und der Mainstream agiert genauso. Ja. So, wir legen fest, Globalismus, Migration, Gender, Kläuschen Schwab, unser Halbgott. Ey, meint ihr, der kommt irgendwann auf die Idee, dass Klaus Schwab ein Kapitalist ist? wird er das eines Tages erkennen? Und George Soros und so? Das ist ja wirklich die größte Errungenschaft von denen, ja, ist, dass da so Superreiche sitzen, ja, die sich treffen mit Milei und so, ne, so bei World Economic Forum, ne, wo die ganzen Superreichen sich treffen. Ja, superreiche Einzelpersonen. Klaus Schwab ist ja auch so ein superreicher Unternehmer. George Soros, Milliardär. Ja, und dass man das dann so umlenkt und sagt, ja, aber das ist ja nicht, weil er Milliardär ist, das ist ja, weil er Jude ist oder das ist ja basically Sozialismus und Bill Gates, der ist irgendwie vielleicht links oder so. Aber dass man irgendwie immer sagt, nee, das ist einer von euch. Das sind nicht unsere. Nee, wir Kapitalisten, wir sind natürlich nicht so wie George Soros. Wir sind, ja doch, eigentlich schon. Ihr seid alle Milliardäre, das schon. Na gut. Du wirst nichts besitzen, aber glücklich sein. Das ist die Agenda. Windräder, die nicht funktionieren, wo nichts bringen. Egal, legen wir. Ja, also ne, wenn jemand sagt, lass mal einen Großkonzern enteignen, dann heißt das, man will Heiko die kleine Garage wegnehmen. Ne? Das meinen die damit, wenn sie das sagen. Und wenn Linke sagen, dass solche Leute wie Klaus Schwab enteignet werden sollen, dann meinen sie damit eigentlich, dass sie Klaus Schwab richtig geil finden und dich enteignen wollen. Ne? Und wenn so ein Kapitalist dir ins Gesicht sagt, ich will gerne meinen Reichtum behalten und dich und deine ganzen Freunde, ihr werdet enteignet, ne? Wie ihr werdet alle nichts besitzen, dann ist Sozialismus. Ne? Ist ja klar. Das ist, was Karl Marx damals schon geschrieben hat. Karl Marx hat damals schon geschrieben, hoffentlich kommt irgendwann so jemand wie Klaus Schwab und nimmt all den Arbeitern alle Sachen weg. Das ist basically Marxismus. Ne? Dass der sagt, mein Kollege George, der bleibt Milliardär,
Und der Arbeiter wird enteignet. Das ist der klassische Marxismus, kennen wir ja. Fest? So, und wer was dagegen sagt, also auf den wird quasi geschossen, gegen den wird vorgegangen. So läuft es ja ab. Das heißt also, die AfD in Deutschland ist nirgendwo in der Regierungsverantwortung, wenn man nicht zu melden. Nur gar nichts, nur nichts. Ja doch, ja. Die haben so einen Sesselmann, haben sie, den wie heißt das? Nicht Bürgermeister, Landrat oder so? Die haben auf jeden Fall irgendwie so eine Figur in Thüringen da für so ein paar kleine Dörfer aufgestellt. Der hat dann schön Wahlkampf gemacht mit, ich will hier die Grundschule erhalten, und das hat nicht funktioniert. Dann hat er gesagt, ich will hier die Straße, will ich besser machen, hat auch nicht funktioniert. Dann hat er noch irgendwas gesagt mit Dieselmotor retten, da hat er gar keinen Einfluss drauf. Will die D-Mark zurück, kann da jetzt auch nicht machen als komischer Bürgermeister in Thüringen. Ja, also hat halt nichts geklappt von dem, was der versprochen hat. Aber vielleicht jetzt, wenn der mal irgendwie, wenn man einen Ministerpräsidenten hat, dann kann man mal bei einem ganzen Bundesland nichts hinkriegen. Top. Die anderen Parteien, aber querbeet, die kann jetzt zurückgehen bis in die 80er Jahre. So Flick-Affäre damals war eine große Sache, redet kein Mensch mehr drüber, war aber ein großer Skandal. So Milliarden. Ja, bist halt einfach viel älter als wir. Graf Lambsdorff damals war involviert und verschiedene andere große Politiker, gab es sogar Gerichtsurteile, völlig egal. Völlig egal. In den 90er Jahren. Helmut Kohl-Leuner-Affäre letztendlich. Ich habe mein Ehrenwort. Möwenpick-Affäre, ne? Auch noch. Ich habe mein Ehrenwort gegeben, ich sag nicht mehr. Ja, Helmut Kohl ist ein Wichser, ne? Aber ist halt auch CDU. Konservativer, reicher Lügner. Okay, Herr Kohl, das ist aber gut. Spendenaffäre damals. Es ist halt dumm, wenn man abgefuckt ist von der CDU und als Alternative dann sagt, komm, wir gehen in die CDU mit rassistischem Deckmantel. Das ist halt vielleicht der Fehler, den einige machen. Weil es ist tatsächlich so, dass die meisten AfDler, die vorher in einer anderen Partei waren, vorher in der CDU gewesen sind. Ja? Gauland, Lucke und so weiter. Alle vorher CDUler gewesen. In Hessen unter Roland Koch. Und ich könnte jetzt unzählige Sachen bringen. Rotlichtaffäre von Oskar Lafontaine. Ich möchte die Leute überhaupt gar nicht diffamieren. Ich will nur sagen. Doch, glaub schon. Das ist ellenlang. Ulla Schmidt, Dienstwagenaffäre. Also, ja, wir haben jetzt, seit es die Bundesrepublik gibt. Landrat Sesselmann, der Sesselpupse hat auch nichts verbessert. Jetzt hat er sogar ein Krankenhaus geschlossen und will, dass Ärzte auf GSLT verzichten und Pflegepersonal entlassen. Cool, geiler Typ. Danke sehr, Rollo. Also wer in der AfD eine Alternative sucht, die irgendwas zum Besseren verändert, dem ist halt nicht mehr zu helfen. Ne? Aber was soll ich den Leuten erzählen? Das ist halt basically eine Art Religion geworden. Und wenn du einem Christen erzählst, deine Gottesfigur ist aber ein bisschen unlogisch, dann reagieren die ja auch immer pampig. Und wenn du jetzt so einen AfDler sagst, ey, deine Partei, die will gar nicht dein Bestes, ne, dann ist es doch. Wie halt ein Messias oder sowas, ne? Natürlich ist der Höcke mein bester Freund und der will nur mein Bestes, genau. Weil die den halt betrachten wie so eine Art Jesusfigur oder sowas. Jetzt kommt der große Heilsbringer und der schmeißt alle Bösen raus und dann wird's richtig geil. Ne? Ist halt eine dumme Vorstellung, wird nicht passieren, aber ist halt so ein bisschen so eine Hoffnung für Leute. Wie gesagt, es funktioniert wie eine Religion und deswegen kannst du denen das auch nicht wieder ausreden wahrscheinlich. Die brauchen irgendeinen Schockmoment. Korruption, Vetternwirtschaft, gefälschte Doktorarbeiten. Also es hat so zugenommen. Es gab wirklich mal eine Zeit, muss man fairerweise sagen, Björn Engholm, der charismatische Typ, mit seiner Pfeife kam um die Ecke. Aber wie gesagt, ne, es gibt wahnsinnig viele Politiker einfach in der Bundesrepublik und die gibt es halt jetzt seit 70 Jahren. Ne, und oder warte, sind bald 80 schon, ne? Aber die BRD gibt es halt schon ewig. Ja, es gibt einen Bundestag, dann gibt es irgendwelche Landesparlamente und da gibt es halt übelst viele Leute, irgendwelche Kommunalpolitiker und dann kannst du immer irgendwie finden, hier, da hat mal einer Scheiße gebaut, weil es einfach wahnsinnig viele gibt von denen. 75, okay, ich wollte nur mit den ganzen Zahlen, das ist genau dazwischen. Dazwischen sind wir ungefähr, 75 sind es. Ja, es ist aber, das kannst du mit Firmen halt genauso machen. Irgendwelche Libertären sagen auch immer, Politiker kriegen nichts auf die Reihe, lass das mal die Firma machen. Aber bei Firmen gibt es auch etliche Skandale. Und kannst sagen, okay, die sind irgendwie, ne, auch ein bisschen shady. Also ich glaube generell immer, solange ein Mensch oder eine Menschengruppe zu viel Macht auf einmal bekommt, geht es in die Hose. Und ob das ein Diktator ist oder ob das irgendwie ein Firmenboss ist, der eine Privatstadt besitzt, wird immer gefährlich. Ne? Sobald jemand irgendwie alleine beherrschen darf über die Gruppe, ja, wird unangenehm. Der letztendlich hätte wohl Kohl wirklich beerbt. 1990.
Aber Problem ist, dass er einfach mal gelogen hat vom Untersuchungsausschuss. Es ging damals um die Barschel-Affäre. Medienreferent Pfeiffer, sein Medienreferent. Barschel ist auch so gerne in die Badewanne gegangen wie ich. Ich bade auch ganz gerne. Aber Uwe Barschel auch, ne? Der ist mein Badewannenbro. Ja, zweigleisig damals agiert. Was will ich damit sagen? Also man hat eigentlich nur gelogen, hat man rausgekriegt und dann sagt er, okay, ich trete da nicht an. Jetzt sind die noch umgedreht. Jetzt wird dir gesagt, was bietest du an? Wie groß sind deine Lügen? Ja? Wie viele Doktorarbeiten hast du eigentlich gefälscht? Super. Ja, und wann kommst du jetzt zum Thema, Alter? Du bist schon 4,5 Minuten drin. Wie viele Wahlen hast du mitgefälscht? Also immer so ähnlich wie in Berlin. Da wird einfach neu gewählt. Machen wir einfach mal neu weiter. Es ist halt okay. Echt ein reiner Stammtischkanal, ne? Heiko sitzt da echt immer. Das ist ja unglaublich, ne? Die da oben, die machen ja eh, was sie wollen. Ne? Damals in den 90ern hat doch schon mal einer gelogen von denen, ne? Ich glaube, dem packt kein Wort mehr. Ja, der eine hier, der Engholm, der hat da einmal gelogen und der Kohl hat auch gelogen. Deswegen jetzt hier der Neue, der lügt auch, ne? Weil alle gelogen, alle, die machen nur eh, was sie wollen. Und dann rennt Schäfchen rennt wieder rum. Aber wir haben noch jetzt die Möglichkeit zu entscheiden, welcher Zaun, der Zaun bleibt ja immer der gleiche, der uns umgibt, gleiche Material auch, aber die Farbe können wir jetzt festlegen. So, das heißt also auf gut Deutsch, jeder darf doch mal eine Chance bekommen. Wir haben nicht alle eine Chance gehabt bisher. Es gibt noch ein paar Parteien, die waren noch nicht. Die können wir ja mal ausprobieren. Wir haben so die Chance gegeben. Was sie daraus gemacht haben, wissen wir. 99 sofort rein in den Krieg. Weiter geht's. Die Linke, die eigentlich mal SED war, SED, PDS, Linke, wurde so dermaßen drüber her, und geht gar nicht Kommunisten. Ja, das ist völlig normal, dass die überall mitregieren, machen, tun. Ich sag nur Ramelow und so weiter. Ich sag nur Ramelow und so weiter. Die regieren überall. Also die Linken, die stellen überall Ministerpräsidenten. Richtig viele, wie zum Beispiel Ramelow und so weiter. Und was hat Ramelow jetzt so, also hat er sich jetzt irgendwas richtig Großes zu Schulden kommen lassen als Einzelperson? Ist jetzt nicht der schlimmste Ministerpräsident von Thüringen, ne? Also ich meine, die Alternative sind so Leute wie Höcke oder Kemmerich. Nun gut, dann doch lieber Ramelow. Anstatt der hat mal Candy Crush gespielt, oh nein. Und das sind wir genau bei dem Punkt in Thüringen. Was ist damals abgelaufen? Habe ich damals schon gedacht, verstehen die Leute das noch, was die eigentlich abläuft? Ich meine, also Bodo Ramelow, wisst ihr ja, seit der Ministerpräsident ist, der hat in alter SED-Manier, hat der schön die Mauer wieder aufgebaut und hat Leute erschossen aus dem Schützenturm. Ne? Und die Stasi gibt es ja auch wieder. Alles verwanzt. Ne? Ramelow hört immer mit, wenn du telefonierst. So ist das in Thüringen. Ich war schon mal da, war fürchterlich. Ja, die Mauer steht da noch in Thüringen. Ja, weil das ist Ramelow, der war ja mal SED. Der ist aus dem Westen. Jetzt wird hier gehatet, ne? Jetzt sind hier im Chat Leute, die klugscheißern und sagen, Ramelow ist aus dem Westen, ich raste gleich auch. Höcke übrigens auch, ne? Also wenn ihr echte ostdeutsche Patrioten seid, dann könnt ihr weder Ramelow noch Höcke wählen. Aber ich glaube, Kemmerich auch nicht. Kemmerich ist auch aus dem Westen. Also alle, die man da zur Auswahl hat, Mario Vogt ist, glaube ich, ein Ossi, aber der ist ein Idiot, oder? Also Thüringen ist schon ein bisschen doof, wenn man da wählen geht, ne? Entweder wählt man einen Wessi oder einen Vollidioten. Das ist ein bisschen doof. Damit hat die CDU-Fuzzi hier unironisch geworben. Ey, das ist so peinlich gewesen. Dieses Scheißgespräch zwischen Höcke und Vogt. Es heißt aber gehacktes. Nein, es heißt Matt, aber bei uns heißt gehacktes, Alter. Das wirkt echt, als hätten die irgendwie Ralph Wiggum geschickt oder so, als ob die absichtlich verlieren wollen. Mario Vogt ist so ein bisschen vom Typ so ein bisschen wie so Rainer Brüderle oder so, ne? Wirklich so ein Typ, dem guckst du ins Gesicht und dann kannst du sehen, wie das Äffchen in seinem Kopf immer so macht. Wir haben ja offiziell eine Demokratie. Du darfst dir mal eine Frage stellen, wenn ich jetzt sagen würde, oh, könnte vielleicht eine Simulation sein, weil aus dem und dem Grund hautet ihr alle nicht hin. Okay. Darfst du machen. Ist ja die Legitimierung des Staates. Ach Quatsch. Nee, ist es noch nicht. Alter, ist einfach ein Verrückter. Linkspartei her. In der Sachfrage eine Kommunalisierung der Kliniken in Sonneberg und Neuhaus ziehen Landrat und Landeschef an einem Strang. Der Ministerpräsident ermuntert per Videogruß den Kreistag zur Übernahme der Krankenhäuser. Fakt. Jetzt wird das Krankenhaus trotzdem dicht gemacht. Egal ob Versprechungen von Linke oder AfD. Ja, also ich kann nur immer wieder auf Platon verweisen, der gesagt hat, du brauchst andere Skills, um eine Wahl zu gewinnen, als Skills, ein Land gut zu führen oder eine Regierung. Das heißt, in der Wahl ist Marketing. Da kommt der beste Betrüger durch. Deswegen sitzen da auch nur Anwälte. Die können gut reden, die können einfach, je nachdem wie der Wind sich dreht, schnell die Meinung ändern und auch für die andere Seite ganz gut argumentieren. Das sind dann nicht unbedingt die guten Anführer. Das sind die Leute, die sich gut durchwieseln, so Vertretertypen. Ne? Die kommen ganz gut bei Wahlen durch, die können sich ganz gut verkaufen.
Heißt nicht, dass da was dahinter ist. Die können halt das davor ganz gut. Die Legitimierung darfst du ja nicht machen. Man hat wirklich George Orwell, wirklich ein Drehbuch von Orwell 84, das muss überall die ganzen Amtsstuben müssen, die da drin sitzen mittlerweile und müssen danach durchgehen. Mhm. Das war wirklich so. Die letzte Regierung war halt eine Minderheitenregierung und die CDU hat dagegen geschossen, wo sie konnte. Ja, ja, die wollen ja auch, dass das nicht funktioniert. Das ist ja auch das Blöde. Wenn du, in Amerika ist noch krasser. Du willst ja eigentlich, wenn du selber nicht an der Macht bist, willst du ja eigentlich, dass es dem Land schlecht geht, damit du ein gutes Marketingprogramm hast, warum du das besser machen könntest. Und wenn du jetzt die CDU bist in Thüringen, dann willst du eigentlich, dass Thüringen so richtig in den Arsch geht, damit du dann in der nächsten Wahl sagen kannst, seht ihr, hättet ihr mal lieber uns gewählt. Mit uns wäre das nicht passiert. Und wenn dann die CDU wieder an die Macht kommt, dann können die anderen Oppositionsparteien wieder sagen, seht ihr, wie scheiße die sind. Mit uns wäre das besser. Ne? Das sind ja wirklich die dümmsten Leute, die ihr hättet wählen können. Wir hätten das nicht so schlimm gemacht. Ja, und dann geht das immer schön hin und her. Das ist so ein bisschen wie an der Börse, wenn man versucht, irgendwelche Firmen zu shorten oder sowas. Das ist, also an sich ist es eine nette Idee, dass man sagt, die Opposition redet auch mit. Aber es ist natürlich auch, es birgt natürlich auch die Gefahr, dass ne, die Regierungen sich immer abwechseln und immer sagen, guck mal, wie ihr euch vertan habt. Die letzten 4 Jahre waren echt kacke, ne? Mit uns wäre das nicht so kacke gewesen. Es ist dann wirklich dazu verdammt, dass es einfach immer hin und her pendelt. Auch leben. Und wer sagt, du, wir leben danach? Das geht ja gar nicht. Da lebt die ja unsere nicht. Demokratie, die wir hochhalten. Also ey, aber Heiko, du darfst sagen, dass wir in einer Simulation leben. Ich kenne Leute, die das machen, passiert nichts. Ja, wenn du irgendwie sagst, das Grundgesetz müsste abgeschafft werden und so weiter, wenn du da wirklich ganz massiv gegengehen würdest oder so, ne? Aber wenn du jetzt irgendwie sagst, ich finde unsere Demokratie nicht mehr demokratisch genug, das kannst du sagen. Wenn du sagst, wir leben in einer Simulation, dann halten dich halt alle für einen Verrückten, aber das ist jetzt noch nicht illegal. Natürlich kannst du sagen, dass wir in einer Simulation leben. Es gibt ja Leute, die sagen, dass es Gott gibt. Also. Deutsch, was ist passiert? Ihr habt ja damals ja mitbekommen, der Kemmerich wurde ja gewählt, das ist ein FDP-Mann mit den Stimmen der AfD. Mhm. Und Mutti Merkel war gerade in Südafrika. Nee, geht gar nicht, muss Veto eingelegt werden. Darf, Wahl muss genau, so war das. Mutti Merkel hat alleine gesagt, nee, geht doch nicht. Gemacht werden. Okay, dann machen wir so. War die Einzige, die es gesagt hat, ne? Also, CDU hat da übrigens auch ein ziemlich dreckiges Spiel gespielt, dass sie so Kandidaten hatten und dann haben sie in im letzten Moment noch irgendwie weggezogen, ne, damit die Stimmen nicht an ihren eigenen Kandidaten gehen würden, sondern an Kemmerich und so. Die haben da schon auch ein bisschen mit rumgetrickst. Ne? Da war eigentlich klar, wo man sich sagt, das kannst du eigentlich abhaken, was wollt ihr uns eigentlich noch erzählen? Aber man weiß natürlich, dass die Menschen... Hätten die Kemmerich gewählt, dann wäre Thüringen noch mehr im Arsch, als es eh schon ist. Ne? Kemmerich wäre, glaube ich, richtig gut da drin, das ganze Bundesland so richtig kaputt zu machen. Also du, wenn du den Ossis sagst, ey, beim Mauerfall wisst ihr noch, wie die Wessis gekommen sind, euch komplett deindustrialisiert und alle eure Sachen verkauft haben, jetzt könnt ihr die sogar wählen. Der Kemmerich ist genau der Wessi, der damals gemeint war, der in den Osten geht und die Fabriken abbaut und die Maschinen mitnimmt und vertickt. Menschen ja ein kurzzeitig Gleichnis haben, bei manchen ist das wirklich von 12 bis mittags, nicht bei allen, bei vielen. Mhm. Und demzufolge vergessen die, was wirklich abläuft und rennen dann wieder los. Wann geht's denn um das Thema, Alter? Wir sind schon 6 Minuten drin, hier, AfD und FPÖ, größte Verschwörung der Eliten. Und jetzt hast du 6 Minuten darüber geredet, dass Mutti Merkel was Doofes gemacht hat und Kemmerich ist irgendwie blöd und vielleicht gibt es eine Demokratie, vielleicht aber auch nicht. Jetzt kommt zum Punkt. Und kommt die nächste Hoffnung um die Ecke. Und jetzt, was dort abläuft, mit dem Parlamentspräsidenten, haben wir auch mitbekommen, ja, in Thüringen. Also das heißt, so viele Skandale haben alle Parteien querbeet, einfach durch von bis unten. Ja, ja, da kommt eine Partei um die Ecke, wo man sagt, mach's doch einfach. Wir gucken jetzt einfach im Transkript. AfD. So. Eine halbe Minute hat das einmal. Wann kommt er denn? Wann geht's denn ans Eingemachte? Hat er hier? Wann sind. Da waren wir schon. Stimmen der AfD, bla bla. Ich glaube, der labert einfach drauf los, oder? Ich glaube, der wird keinen roten Faden mehr finden, oder? Mal, gib dem aber die Chance. Nein, jetzt kommt die Sache mit der Präventivschlaglogik. Nee, also die müssen wir vorab erstmal quasi platt machen, umbringen, was auch immer. So sinngemäß, also verbal. Mhm. Weil wenn die ja an die Macht kommen, dann, oh, das ist alles vorbei. Also, ja, aber das ist ja eine geplante Opposition von den Eliten, glaube ich. Die anderen führen gerade Kriege ohne Ende, da werden sterben Menschen, Kinder. Deswegen, Leute, wählt die nicht. Wenn ihr die Regierung entmachten wollt, nicht AfD wählen, funktioniert nicht. Na, also wenn ihr richtige Schwurbler seid, also das sind wirklich Echsenmenschen. In der AfD, das sind wirklich Echsen. Ich habe das mal gesehen. Die haben Parteitag gemacht, habe ich mal so an der Bühne vorbeigeguckt und der Gauland, der hat da so mit den Augen, hat der so, ne, kennt ihr vielleicht, der blinzelt halt nicht so, sondern der blinzelt so, ne?
Das habe ich live gesehen. Was meint ihr, warum der immer noch lebt, ne? Der sieht ja aus, als wäre der seit 10 Jahren tot, aber der läuft immer noch rum. Da ist nämlich eine Echse drin. Zivilisten sind ja bloß Kollateralschäden weltweit. Yeah. Danke sehr, Karate-Bodo. Wir mitmachen, aber für die gute Sache. Monatige antifeministische Kampagne. Für die gut. Gut. Das ist alles für eine Frage gestellt worden. Danke für 11 Monate. Ich hoffe, dass irgendwann mal rauskommt. Ist ja eigentlich schon rausgekommen. Was da ablief, ist ja schon ein Genozid, sag ich meiner Bevölkerung. Wer das sagt. Bruder, was? Was? Well, that escalated quickly. Wir haben Genozid in Thüringen, weil Kelmerich nicht gewonnen hat? Oder habe ich das gerade richtig verstanden? Der Thüringer Genozid, dass Thomas Kelmerich nicht die Wahl gewonnen hat? Wo wir mitmachen, aber für die gute Sache. Für die gute. Warte, was? Da ist alles für eine Frage gestellt worden. Die Corona, ich hoffe, dass irgendwann mal rauskommt. Ach, Corona. Okay. Corona ist. Komischerweise kennt man irgendwie niemanden, der daran gestorben ist. So viele waren es da doch nicht, aber. Ist ja quasi schon eine Art Genozid, nur dass halt die meisten nur leben, ne? Ist ja eigentlich schon rausgekommen, was da ablief, ist ja schon ein Genozid, sag ich mal, der Bevölkerung, ja. Wer das sagt. Das ist, würde man auch nur sagen, wenn man noch nie einen echten Genozid miterlebt hat, ne? Geht ja gar nicht, weil die Spritzen waren ja gut. Ist ja wie ein Anabolika-Spritzen, sind ja größer, stärker, schöner, reicher, charismatischer geworden, die Leute. Also ungefähr hat man die da erklärt. Bin ich ja tatsächlich, ne? Da brauchst du. Aber ja. Einfach, weil ich halt ein geiler Typ bin, also egal ob Spritze oder nicht. Aber es. Ja, irgendwie nicht so ein effektiver Genozid geworden, aber naja, gut. Du brauchst den Dauerbooster, Booster, Booster, Booster. So, das heißt, hier wurde wirklich eine Verbrennung. Also gleichzeitig Krankheit gibt es nicht, weil die Todeszahlen, die sind ja nicht so hoch. Ne? Aber es ist schon auch ein Genozid, nur halt ein Genozid ohne Todeszahlen. Das halt, kennt man ja, ne? So ein Genozid, wo die Leute halt aber nicht sterben. Erde hinterlassen, aber die AfD, die war irgendwie nicht dabei. Aber die müssen verhindern. Mir geht es einfach nur um die Fairness halber, mehr nicht. Ja, die AfD hat einfach immer genau das Gegenteil von dem gesagt, was die anderen gesagt haben. Die haben am Anfang gesagt, Lockdown, sofort alles zu. Dann hat die Regierung gesagt, Lockdown, sofort alles zu. Hat die AfD gesagt, ja, das, was er sagt, andersrum, doch nicht alles zu. Können wir bitte doch wieder aufmachen. Also sagen, lass uns das von oben mal betrachten und erkennt, dass es hier ein großes Spielchen ist. Hier ist ein großes Spielchen. Von Steuergeldern, die ja relativ fraglich sind, wie die überhaupt vergeben werden, was mit den Geldern passiert. Die sagen, eine Ökosteuer zweckentfremdet für die Rentenkasse. Ach, das ist dann, ja, ich würde für Öko und für Rente beides gerne bezahlen. Ich will nicht für Waffen bezahlen oder für einen Dienstwagen von Lindner, das will ich nicht bezahlen. Und so weiter und so fort, so geht's ja weiter. Also mit unseren Geldern, die wir letztendlich hier hart arbeiten in Deutschland, ein Großteil geht ja weg. Also wir haben ja eine Abflussrate, die gab es ja noch niemals. Also Menschen, die Geld haben, die verlassen das Land, Geld, die brauchen, die kommen. Wo kommt denn Geld her, Heiko? Kannst du das mal erklären? Wird das nicht vom Staat gedruckt? Dann gibt der Staat Aufträge an Firmen und die Firmen geben Gelder an ihre Mitarbeiter. Also ist das nicht die Quelle, wo das Geld am Anfang herkommt? Das Geld kommt doch schon irgendwie von der EZB, oder? Und dann sickert das so nach unten in die Bevölkerung runter, oder? Und dann gibst du davon was wieder zurück. Und dann kaufen die davon eine Knarre. Das kann passieren, ja. Aber du hast das Geld, glaube ich, nicht aus der Mine geschürft. Ins Land, aber wir müssen mal weitermachen, also weiter bis in den Abgrund. Dann gibt es ein paar Leute, die sagen, okay, ich sehe das ein bisschen anders. Ob die AfD das nun macht, wenn sie irgendwie Regierungsverantwortung hat, was sie sagt, das will ich jetzt nicht in Frage stellen. Heiko hat sein Geld hart erarbeitet, der verkauft T-Shirts für 30 Euro und der schwurbelt da immer wild bei YouTube rum. Also der hat das, natürlich hat er das hart erarbeitet. Wie oft er da steht vor seinem blurry Hintergrund und immer sagt, ja Leute, das ist ja wieder, ne, hier die Politiker, ne, alle korrupt, war. Das ist die hier oben, da machen die eh alle, was sie wollen, ne. Und das hat er dann halt auch hart verdient, wenn er da viel Kohle für kriegt. Weiß ich nicht, muss mal gucken. Aber ich finde es nur sehr eigenartig, was alles aufgefahren wird. Und jetzt gucken wir mal kurz rüber nach Österreich. In Österreich wird jetzt getan, als ob jetzt gerade die Hölle ausbricht. Das geht gar nicht. Wir müssen Kampf gegen rechts, Demos gegen rechts. Ja, müssen wir auch. So scheiße da. Die FPÖ, so ein Wahlsieg, so einen gigantischen Wahlsieg dort errungen. Das geht ja gar nicht, weil die bringt ja die Demokratie in Wanken, weil die sind genau wie die AfD hier ganz, ganz, ganz schlimme Menschen. Ja, sind sie ja auch. Gutes Gesicht, Heiko. Also das kann ja beides stimmen. Es kann ja sein, dass die GroKo und die Ampel, dass die scheiße sind, aber dass die AfD auch scheiße ist. Das kann ja sein. Er sieht das ein bisschen schwarz-weiß, ne? Er sagt, die CDU hat ja immer Mist gebaut, ne? Warum nicht mal AfD versuchen? Naja, also die kündigen halt an, was sie vorhaben. So, sind schon beide kacke. Also in der Weimarer Republik gab es auch ein paar Politiker, die waren ein bisschen kacke. Man gesagt, warum nicht mal Hitler? Nun, warum nicht, ne? Weltkrieg, bisschen doof gelaufen. Ja, warum nicht mal? Okay. Warum nicht mal FPÖ? Ja, weil die scheiße sind.
Dabei wird aber nicht betrachtet, das gleiche Spiel hat man schon mal im Jahr 2000. Aber, das sind wir wieder bei Kurzzeitgedächtnis von 12 bis Mittag, wissen viele leider nicht. Ihr ja, aber viele, die draußen rumrennen und Mainstream. Ihr ja, ihr Aufgewachten, die sich für 30 Euro ein T-Shirt mit einem Kreis kaufen. Und gucken den ganzen Tag, wie hypnotisierte Kaninchen auf die Schlange. Ja, da ihr seid die Auserwählten. Die Zuschauer von Heiko, das sind die besonders Schlauen. Also, dass die sind quasi woke. Die sind die wenigen Erwachten. Erstmalig die Regierung gebildet hat. Jörg Haider war damals der Vorsitzende mit der ÖVP. Was meinst ihr, was damals da los war? Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Das wissen auch die wenigsten, könnt ihr gerne drüber. Das wissen auch die wenigsten, ne? Die Sonne ist kalt. Mein Buch, Der 100 Lüge 2, habe ich ein ellenlanges Kapitel drüber geschrieben. Den Fall. Geil, ich glaube, das brauche ich. Haider. Und da ging es darum, da wurden die diplomatischen... Die Jahrhundertlüge, die nur Insider kennen. Aber dann hat er noch eine zweite Lüge gefunden. Hat er aber Glück gehabt. Nur ganz wenige Insider wissen das. Und Heiko. Heiko kennt alle Lügen. Ja, nur ganz wenige kennen das, aber er kennt das. Oh, da unten. Heiko ist ein Illuminat, glaube ich. Aufpassen. Kontakte komplett zu Österreich eingefroren, muss man sich mal vorstellen. Also man hatte so gedacht, dass in Österreich auf einmal... wurde Dritte Reich gerade, entsteht neu. Da wurde eine Medienpropaganda gefahren, wortwörtlich. Der zweite Hitler ist dort unterwegs. Die mussten, wo es um die Regierungsbildung geht, mussten die unter dem Parlament in so eine Art Tunnel reinbringen. Da war ein riesen Theater. Die haben Tunnel unter dem Parlament, wo die dann eine Medienkampagne reinbringen. Okay. Die haben ja nicht gemacht. Also die haben erstmal die Möglichkeit gehabt, eine Regierung zu bilden. Und gerade dort, die SPÖ war ja lange dort verankert in so viele Skandale, dass man sich nur vorstellen kann. Also ähnlich wie hier in Deutschland. Hm. Ist aber nicht guter. Aber hier in Deutschland, die CDU hat immer mehr Skandale als die SPD, aber schon beide doof, ne? Aber ja, also so war das damals, ja. Das wissen auch nur die wenigsten. So war das. Irgendwas mit Tunneln, keine Ahnung, Alter, ich hab's auch nicht ganz verstanden. Aber wann geht's denn um AfD-Verschwörung, Alter? Das ist jetzt hier Verschwörung gegen die AfD, oder was? Ich dachte, Heiko hat was gefunden und hat rausgefunden, dass die AfD auch eine Elitenpartei ist, aber vielleicht kommt's ja noch. Es sind die guten Betrügereien, die guten Lügen. Und die anderen, wieder Präventivschlag, die kommen mit den bösen Lügen, sagen wir euch jetzt schon. Und das muss verhindert werden. Das ist einfach, man muss sich mal angucken, das ist ein Kasperle-Theater. Mhm. Deswegen ist es eigentlich mühselig, darüber zu reden. Aber wer hat der genötigt? Also Heiko, sag mal was dazu. Ja. Du kennst dich ja über... Du bist erpresst von deinen eigenen Followern, die sagen, Heiko, du redest jetzt über dieses Thema, sonst schießen wir auf dich. Du musst das machen, Heiko. Die nötigen den mit Gewalt. Die sagen, Heiko, wir entführen dein Kind, wenn du nicht so ein Video machst, wo du halt irgendwie drum rumschwurbelst, ob die AfD irgendwie gut oder vielleicht nicht oder irgendwas sein könnte. Jahrzehnte mit dieser Thematik aus, über die ich publiziert habe. So, wie ging es denn weiter? Heider hat sich damals zurückgezogen aus der Bundespolitik, ist nach Kärnten zurückgegangen, war Landeshauptmann. Heider hat sich mit seinem Auto, glaube ich, zurückgezogen in eine Wand rein. Fahrt mal rüber nach Kärnten, unterhaltet euch mal mit den Menschen. Ja, aber nicht die gleiche Strecke vielleicht. Abstand. Und nicht besoffen, bitte. Mit Abstand. Der beliebteste Landeshauptmann, den es jemals dort gab. Er war sofort. Wurde wahrscheinlich umgebracht, ne? Von einer Ausländerbande, von Moskowskaja und von Tequila und so. Kürzen hat mit allen Leuten gesprochen auf der Straße. Ist ja eigenartig, ne? Also, obwohl er der meistgehasste Mann angeblich war. Ja, ja klar, vom Mainstream, von den Medien, so wie heute auch, von den Globalisten. Er hat sich die Globalisten, okay, da sind sie. Der versucht echt deutscher Alex Jones zu sein, aber der muss ein bisschen Feuer reinbringen. Heiko braucht so einen Tisch, da muss er öfter mal draufschlagen, bisschen schreien. Vielleicht auch mal in der Sendung anfangen zu heulen oder sowas. Wagt im Jahre 2003, genauer gesagt am 16.12. im ORF 2, hat er den Irakkrieg massiv angegriffen, hat gesagt, das ist ein Angriffskrieg und verantwortlich George Bush. Und mehr noch, er ist damals. Habe ich auch schon mal gesagt. So weit gewesen. Darf ich dann jetzt Präsident werden? Man muss auch mit allen reden. Und er ist sogar dafür rübergefahren nach Libyen und zu Saddam Hussein. Um Gottes Willen. Wir legen fest, wer der Böse ist. Punkt. Und jeder, der mit dem Bösen ist, ist ein Verräter und der ist weg. So wie hier. Hm. Wir legen fest, jetzt so alle hier. Gegen einen, gegen die AfD, alle gegen, mit denen darfst du nicht reden. Böse, böse, böse. Ja, aber wird mit Linken und mit BSW gerade auch gemacht von einigen, ne? Böse Teufel reden dürfen, geht gar nicht. In deiner Bubble, wenn man denen sagt, also ihr seid ja quasi so ein Zweit-Mainstream, wenn man da sagt, dass man links ist, dann ist man ja auch schnell unbeliebt. Na, was soll denn da jemals bei rauskommen, Mensch? Das ist doch wie mit dem Nachbarn. Ich rede nicht mit dem, ich rede in der Familie nicht mit dem. Zum Krieg gehören doch zwei immer und zum Frieden gehört doch eine Hand, die dem anderen die Hand reicht. Wir wollen auch reden, aber wir reden nicht mit denen. Und dieses Spiel, müsst ihr euch vorstellen, ist Teile und Herrsche, ist so perfekt letztendlich in Szene gesetzt worden und hat extrem zugenommen. Aber ganz ehrlich, das bringt uns doch nicht weiter. Ich muss echt aufpassen vor den Eliten, ich weiß, ja. Sondern im Endeffekt geht es nur darum, dass dieses gesamte System, was ja, ich sage jetzt mal, diese auf Lügen, auf Korruption, auf Vetternwirtschaft aufgebaut, Kriege müssen weitergeführt werden, die Pharmaindustrie muss weitergefüttert werden, also die wirklich Mächtigen,
die letztendlich entscheiden davon anders. Wir haben gerade ein Video gemacht, also ich habe ein Video gemacht über die UNO. Wir, also ich. Ne? Letztendlich, das ist also die sogenannte neue Weltordnung, die angeblichen Verschwörungstheorie. Die sogenannte, die angeblichen Verschwörungstheorie. Okay, Heiko. Theoretischer Begriff ist, ja, die ist ja schon umgesetzt worden jetzt. Ja. Das heißt ganz andere, oder die WHO in ganz anderen Bereichen wird mittlerweile ja entschieden über das, was gemacht wird, damit sie ihr Great Reset. Der verbindet halt echt alles irgendwie miteinander, ne? Ja, und irgendwie ist vielleicht ein Great Reset und vielleicht irgendwie eine NWO und vielleicht WHO auch noch und vielleicht hängt das alles irgendwie zusammen. Es ist echt dieses geile Meme von dem Typen, der an der Pinnwand steht und einfach bei allem irgendwelche roten Fäden zieht und alles miteinander verbindet und sagt, ja, und das gibt's ja auch noch irgendwie, ne? Und Echsen sind da auch noch irgendwie. Und die sind auf dem Mond, glaube ich, hinten oder irgendwie sowas vielleicht. Den globalen Plan durchziehen. Und wenn man sich Haider anguckt, der hat sich damals normal angelegt und hat. Haider war der eine, der gegen die NWO gekämpft hat. Ne? Sagt, dass die Banken ein ganz korruptes System sind. Ja, das sagen die Linke seit 200 Jahren. Wow. Und dann kommt einmal so ein Rechtsradikaler und der sagt dann einmal einen Punkt, den die Linken sagen und sagt, oh, endlich einer. Der Erste, der das gesagt hat. Ne? Stellt euch mal vor, die ganzen Kommunisten, die lieben die Banken. Ne? Und jetzt kommt der Haider und sagt, bitte keinen Krieg und die Banken sind doof. Endlich der erste Politiker, der das jemals gesagt hat. Der erste Politiker, der gesagt hat, dass die Banken doof sind. Wo kommt denn die Weidel noch mehr her? Ach, Goldman Sachs, ne? Was ist denn das? Das könnte was mit Banken zu tun haben? Als Heilsbringer darstellen. Ich will nur sagen, es gibt ab und zu mal Personen, die etwas dagegen sagen. Naja, und dann es gibt öfter mal Parteien, ne? Kommunistische Parteien zum Beispiel, die sagen die ganze Zeit, dass Banken und Kriege scheiße sind. Zu schnell gefahren und hat angeblich so viel Alkohol getrunken, obwohl er gar kein Alkohol hat. Ach so, angeblich. Ah, aha. Getrunken hat. Ach so? Woher weißt du das? Quelle? Ja, angeblich Alkohol und angeblich Auto und aber eigentlich nicht, ne? Und okay, question everything, ne? Bei Sandy Hook war ein Crisis Actor, oder? Heiko. Und dann geht der Fallschirm nicht auf. Von Möllermann beispielsweise, alles in diesem zeitlichen Rahmen. War ein bisschen später als bei Möllermann, aber ist genau das Gleiche, die letztendlich auch sich gegen bestimmte Mechanismen dagegen vorgegangen sind. Oder Barschel. Das habe ich ja alle, wie gesagt, thematisiert. In der Jahrhundertlücke steht von A bis Z jeder einzelne Fall ja drin. Und das ist also wie so eine rote Schnur, wenn du siehst. Deswegen sage ich mir, wir sind jetzt im Jahre 2024. Ich habe gesagt, und das Kindertheater geht immer weiter und immer weiter. Lösung, ganz einfach die, erstmal das zu erkennen, Grundwissen zu haben. Erkennen, erwachen, verändern, oder? Die ab, zu recherchieren. Think it, dream it, do it. Erwachen, wirklich erwachen. Und woke werden. Auch das anzunehmen und zu sagen, hey, was man mir nicht. Ich glaube, wenn Politiker sterben, dann ist da immer was faul bei jedem, ne? Auch wenn die zu alt waren oder so. Politiker sterben nicht. Schäuble zum Beispiel, ne? Der angeblich zu alt geworden, dabei war der gar nicht so alt. Das war, glaube ich, eine Verschwörung von den Eliten. Kannst du mal nachforschen, Heiko. Schule erzählt hat, stimmt denn das überhaupt? Stimmt denn das überhaupt, was in den Geschichtsbüchern steht? Fang vielleicht, mal an, selbst, ne? Zu recherchieren. Vielleicht und das auch nicht. Denn je. Wer weiß. Und von Algorithmen und von Manipulationen. Vielleicht stimmt ja auch alles gar nicht. Vielleicht stimmt ja auch alles gar nicht, was du glaubst. Stimmt denn alles, was auf Telegram steht, Heiko? Wenn das in den Geschichtsbüchern nicht stimmt. Vielleicht stimmt ja deine Version von der Haider-Geschichte auch nicht. Denk mal drüber nach. Ne? Vielleicht war der auch eine ganz miese Drecksau. Vielleicht. Weiß es ja nicht, ne? Das, was du so gelesen hast. Vielleicht stimmt es ja auch alles nicht. Weiß man das? Vielleicht. Vielleicht hältst du die AfD für eine ganz, ganz okaye Partei, aber vielleicht stimmt es ja gar nicht. ChatGPT, Google und so weiter, Wikipedia. Es gibt ja nur noch eine Einheitsmeinung. Das ist wichtig, eine Meinung. Nö, dich gibt es ja auch noch, ne? Und mich. Und deswegen ist es noch viel schwieriger als vorher. Man denkt, es gibt drei Meinungen. Es gibt die Mainstream-Meinung, Heikos Meinung und meine. Man kann am Internet recherchieren, kommt das Gleiche raus. Du kannst auch um rostige Nägel reinschmeißen mittlerweile. Du kannst tote Kranichfüße reinschmeißen. Du kannst nicht einen Topf Sahne reinkippen. Trotzdem kommt das gleiche Ergebnis unten raus. Genau. So, wir müssen mehr rechts tun. Wir müssen das und das tun. Bringt uns nicht weiter. Da musst du schon mal anfangen zu lesen. Kann alle nur appellieren. Ja, aber musst du aufpassen, was du liest, ne? Nicht, dass da auch wieder Lügen drinstehen. Das ist ja doof. Kann immer passieren. An jeder Ecke können Lügen sein. Immer. Ne? Aber Heiko denkt so, ah, ich habe jetzt hier Wikipedia gelesen, das ist gelogen. Jetzt nehme ich hier so ein Buch von Kevan Sofisiavash oder so. Das kann auf jeden Fall nicht gelogen sein. Dann fang an, Bücher zu lesen. Fang an zu recherchieren. Kommen wir gerade demnächst mit einem Riesenprojekt um die. Ich habe da so ein Buch für dich, Heiko. Das Kapital, Karl Marx. Kannst du ja mal lesen. Ecke mit einem Buch, was es so noch nie gab. Aus meiner Sicht, weil ich geschrieben habe, das wird weit über 500 Quellen haben. Krass. Das ist total. Das muss alles untermauert werden, die Möglichkeit zu geben, recherchieren. Quelle Infowars. Mal nach. Quelle mein eigenes Video. Und dann wirst du erkennen, erwachen und auch verändern und sagen, okay, was hat das mit mir ja zu tun? Ob die FPÖ, die AfD gewonnen oder verloren hat, bin ich jetzt glücklicher damit? Habe ich jetzt den Streit immer noch in meiner Familie oder mit meinen Nachbarn? Oder habe ich angefangen zu sagen, ich werde den Frieden in mir selbst erstmal finden
Und weil der ist vorhanden. Weil in der Tiefe des Ozeans, in der absoluten Tiefe, ist über dieselbe Temperatur, da gibt es keine Aufruhr, da ist alles dasselbe. Das haben wir in uns auch. Genau. Und da müssen wir letztendlich hin. Ich bin quasi wie ein Ozean. In der Tiefe des Ozeans überall die gleiche Temperatur und in der Tiefe meines Darms auch. Weil wir das haben, in uns ruhen, wie ein Buddha. Naja. Mhm. Sieht auch ein bisschen aus wie ein Buddha, ne? Da bist du leicht, nicht so leicht manipuliert. Aber wie der dicke Buddha, der späte. Du kannst nur, wenn du an der Oberfläche rumrennst, dann kannst du leicht manipuliert werden durch den Wind, der dich von A nach B schiebt auf dem Wasser. Aber wenn du in der Tiefe bist, ist das nicht machbar. Deswegen lasst uns verbinden. Deswegen in diesem Sinne, was wir gemacht haben im letzten Seminar, so. Was wir gemacht haben in Polen. Darauf kommt es an. In diesem Sinne, denk dran, wie ich damals immer gesagt habe, was wir wissen, ist ein Tropfen, was wir nicht wissen, ist der Ozean. Alles Liebe, euer Heiko. Ja, aber gilt für dich auch, ne? Also, Butter meine ich, genau. Ruhen wie ein Butter. Geil. So, Leute, Forza ist fertig runtergeladen. Wollen wir mal eine Runde? Das glaube ich dir gerne, Heiko. Tschüss.